Ich bin seit Oktober 2015 bei der WTS. Zur WTS bin ich über einen hartnäckigen Partner gekommen, der an mir dran geblieben ist und mich akquiriert hat. Ich war vorher bei der Big Four, habe dort eine Zeit lang gearbeitet als Berater, bin dann in die Industrie gewechselt und nach 4,5 Jahren bin ich dann zur WTS gekommen. Ich habe begonnen mit simplen Aufgaben wie die Verrechnungspreisdokumentationen des Mandanten, bin übergegangen zu komplexeren Fragestellungen wie Verrechnungspreisrichtlinien, wie Governance-Aufgaben. Schließlich habe ich Betriebsprüfungen betreut und mit dem Mandanten auch durchgefochten. Und letztendlich arbeite ich heutzutage an strategischen Fragestellungen mit Mandanten. Die Lernkurve war, wie gesagt, extrem hoch. Business Partnering ist Beratung hoch 10. Business Partnering bedeutet, beim Mandanten vor Ort tagtäglich an seinen Problemen zu arbeiten, mit ihm quasi die Fragestellungen zu beantworten und diese dann aber auch zu implementieren. Meine Rolle bei dem Mandat ist eine sogenannte Klammerfunktion. Ich leite ein Team von 2 Mitarbeitern, die sich tagtäglich operativ mit den Fragestellungen des Mandanten beschäftigen. Ich bin erster Ansprechpartner für den Mandanten und koordiniere dann die entsprechenden Projekte mit meinen Mitarbeitern. Die Herausforderung bei diesem Business Partnering Mandat ist, dass man vor Ort beim Mandanten tagtäglich mit allen Fragestellungen des Mandanten konfrontiert wird, diese relativ schnell auch beantworten muss. Im Vergleich zu einer klassischen Beratungsfrage hat man wenig Zeit, um sich da Gedanken zu machen. Spontanität ist das A und O, natürlich gepaart mit entsprechendem fachlichen Wissen. Spannende Projekte im Business Partnering Mandat gibt es viele. Eines davon war eine Betriebsprüfung, die ich von Anfang an betreut habe, bei der es um ein sehr hohes Finding gegangen ist und wir es geschafft haben, zusammen mit dem Mandanten, aber auch mit den guten Kontakten, die wir zu den Betriebsprüfern hatten, das relativ zu kürzen und letztendlich für den Mandanten das Beste rauszuholen. Digitalisierung ist in aller Munde. Digitalisierung spielt auch in meiner Arbeit eine sehr große Rolle. Digitalisierung bedeutet für den Mandanten sehr viel, nämlich Automatisierung, nämlich Effizienz. Und daran arbeiten wir und das wird auch die Zukunft der WTS sein. Das Business Partnering Mandat bringt für die persönliche Entwicklung eines jeden Kandidaten sehr viel. Er ist vor Ort beim Mandanten, lernt den Mandanten kennen, lernt, wie es oder worauf es am besten ankommt beim Mandanten und kann dadurch zum besseren Berater werden. Die WTS tickt so, wie das Slogan es auch sagt, Pioneers in Techs, Pioneers in allen Bereichen, Pioneers in der HR-Entwicklung, Pioneers im Business Partnering, Pioneers bei der Mitarbeiterentwicklung. Pioneers bedeutet für mich aber nicht, dass man von Null anfängt. Pioneers bedeutet, dass man offen ist, auch andere Sachen zu probieren. So tickt die WTS und das motiviert mich, jeden Tag hier zu arbeiten.